Ja, du darfst in dem Genre gleich weiterarbeiten. Ja, nee, um Himmels Willen ganz anders, weil, also Hui Bu richtet sich ja schon an die Heranwachsenden ganz deutlich. Grusel. Ja, ist Grusel, aber ist, was? Grusel? Ja? Ja. Naja, bissel, aber nicht groß. Also nur, wenn du Arachnophobie hast, dann sollst du um die Folge vielleicht einen Bogen machen oder vielleicht auch nicht, denn in dieser Folge, die Spinnenbeschwörung, geht es um just selbige, denn der gute Julius hat nämlich eine Arachnophobie. Doof ist, dass Tommy eine ganz merkwürdige Schulaufgabe hat. Ausgewählte Kinder durften nämlich da, man darf es nicht so genau hinterfragen, durften da Tiere mit nach Hause nehmen und Tommy hat die Schulspinne mit nach Hause genommen. Was super ist, die büchsen natürlich aus, beziehungsweise Hui Bu macht mit der lustige Sachen, will die zum Tanzen bringen und das natürlich auf dem Bett von Julius und Constantia, findet Julius nicht so witzig, weil hier Spinnenphobie und so. Aber dann versucht er, über diese Spinne eben seiner Spinnenphobie Herr zu werden. Und dann geht es aber um was anderes, um was sehr Fantastisches, nämlich um ein Gedicht. Und dieses Gedicht erweckt ausgesprochen, also da geht es auch um diese Schulaufgabe in Tödelchen, die Tommy da hat. Er muss nämlich nicht nur um die Spinne, muss ich gar nicht so lange erzählen. Also es gibt auf jeden Fall ein Gedicht, das wird ausgesprochen und bums, passiert das Unglück, nämlich eine Spinne, eine große Spinne namens Agathe aus selbigem Gedicht, die eigentlich eine verzauberte, nicht Prinzessin ist, aber Frau ist, die zur Strafe quasi in eine Spinne verwandelt wurde. Die taucht jetzt eben da in Burgeck auf und wird übers Dorf hergelassen. Sie büxt aus. Das tut sie aber nur, das ist nämlich eine ganz schön tragische Geschichte und da wird das Ding wieder richtig gut, finde ich, weil da halt nicht einfach nur so blank irgendeine Gruselgeschichte erzählt wird. Nein, da geht es um eine ziemlich märchenhafte Geschichte, dass Agathe eben einer Spinne verwandelt wurde, weil sie eben, sich kacke verhalten hat als Mensch, wie das halt so ist. So Nils Holgerssons Style, nur in groß und als Spinne. Also unverwischt. Einfach verwandelt. Und sie wurde eben mit diesem Fluch belegt, dass sie Menschen Gutes tun soll. Ich glaube, 8 gute Taten soll sie verbringen. Gemessen daran, dass eben Menschen sich dann bei ihr bedanken dafür. Das Problem ist halt, wenn da eine große Spinne auftaucht, dann rennen erstmal alle weg. Und genau das ist es halt, dann versuchen eben, weil Tommy und der Rest der Bande eben wissen um dieses Gedicht und um diese tragische Geschichte, versuchen sie eben die Burgeckbewohner, aber auch die Leute im Dorf davon zu überzeugen, dass Agathe nichts Böses im Schilde führt, was bei einer großen Spinne immer schwierig ist. Da gibt's dann auch so einen Superhelden im Dorf, der sich so gebiertet und sagt, wenn ihr jetzt nichts dagegen macht, dann mache ich jetzt was. Aber ja, das sorgt dann eher so für Lacher, weil der halt immer auf die Nase fällt. Passt aber alles okay. Insgesamt ist mir das aber ein bisschen zu lang geraten. Also mit 1,5 Stunden weiß ich nicht. Die Geschichte wird zwar nie wirklich langweilig, hat aber schon so gewisse Durchhänger, sage ich mal, ist trotzdem, das muss ich eingestehen, wirklich durch diese Geschichte, die da dahinter steckt mit dieser Spinne, tatsächlich ganz nett eingewoben. Und was mir aufgefallen ist, wie gut man hier auch für Kinder was Gruseliges erzählen kann. Wo dann eben es unter anderem eben um die Überwindung von Angst geht vor den Spinnen und so weiter. Und also das hat schöne Momente drin gehabt, weswegen ich das auch gerne das ans Ohr empfehlen will. Auch die Folge fand ich gut, wenn auch vielleicht ein bisschen zu lang geraten. Okay. So, jetzt kommt's. Ja, ich bin ja fast versucht vorwegzunehmen, dass jetzt mein Highlight des Monats kommt. Aber das erzählen wir ja erst am Ende. Nein, deswegen würde ich das jetzt gar nicht erwähnen wollen. Und euch nur sagen, es gibt einen neuen Josef Bolz. Und zwar wird der am 23.10. in der ARD-Audiothek erscheinen und am, 29.10. erstmals im Radio gesendet. Er heißt Ich hörte vom Ende der Welt und ist natürlich eine Produktion des NDR. Susanna Krings hat Regie geführt. Und die Musik, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ist von Philipp Stegers. Und man hat, weil es jetzt gerade in aller Munde ist, beziehungsweise weil jetzt auch ganz viel zu dem Thema kommen wird, man feiert nämlich 100 Jahre Radio. Und so geht es hier auch um das Medium Radio. Wir gehen in die kleine Gemeinde Rottland in Mecklenburg-Vorpommern. Dort leben Samra und Anna. Und Samra hat Geburtstag. Wir schreiben den 6. August. Und Samra bekommt von Anna ein altes
dieses Röhrenradio aus den 1950er Jahren geschenkt. Und naja, wie das so ist, soll eigentlich zwar nur Deko sein, aber man probiert doch mal aus, ob man nicht irgendwie da noch was mit hören kann. Und tatsächlich meldet sich plötzlich eine Stimme, die Nachrichten verliest, und zwar aus der Gemeinde selbst, aus Rottland. Allerdings gibt dieser Nachrichtensprecher vor, dass man den 6. September hätte, also einen Monat in der Zukunft, erzählt. Und auch die Stimme des Sprechers ist irgendwie merkwürdig. Der klingt, als wäre er so ein bisschen, ja, bedrückt oder, ja, es ist ganz, ganz merkwürdig. Und jetzt sind beide natürlich total verwundert, vermuten zunächst noch irgendeinen Fake oder so, aber dann geschehen dann doch in Rottland merkwürdige Dinge, denn also ein paar Sachen, die im Radio dort aufgetaucht sind, die passieren oder beziehungsweise die Geschichte entwickelt sich dorthin, dass das passieren könnte. Und das passiert dann immer öfter und diese Stimmen aus dem Radio, das wird ja Thema werden. Jetzt muss ich überlegen, ich denke, ich spreche hier mal ab zu erzählen, was ja in diesem Hörspiel passiert, weil das solltet ihr selbst hören. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen wollen, wenn ihr, wie hieß es im Jahr, jetzt habe ich es wieder vergessen, eben wusste ich es noch, wie hieß das Schmalzried-Stück vom Anfang des Jahres? Mir Insomnia. Genau, Mir Insomnia. Also wenn ihr das gemocht habt, das geht in eine ähnliche Richtung. Hier geht es halt nicht um einen Kassettenrekorder, sondern um mein Radio. Hat natürlich auch einen anderen Hintergrund, aber so allein die Stimmung, die das Stück transportiert, so eine wirklich bedrückende Stimmung in so einem, in der tollen Szenerie auf dem platten Land in Mecklenburg-Vorpommern, die hat mich total ab der ersten Minute gepackt gehabt und man ist da wirklich in diese Story so reingezogen worden. Ganz großartig, ich habe das Stück dreimal direkt hintereinander weggehört, weil ich es so klasse fand und es sind wirklich ganz, ganz tolle Szenen da drin. Es ist eine exzellente Story, es sind tolle Sprecher durch die Bank, auch wenn es jetzt keine handverlesene ersten Reihe der Hollywood-Synchronsprecher, vielleicht auch gerade deswegen, weil es die nicht sind. Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Das wirkt alles viel bodenständiger, viel reeller und ja, eine ganz, ganz dicke Empfehlung von mir für den Oktober, also ab 23. ab in die ARD-Autothek, das Ding direkt runterladen und hören. Ich finde es wirklich großartig. Ja, würde ich absolut unterschreiben. Mich hat das auch geplättet. Ich fand das auch ganz toll. Die Stimmung ist granatenstark in diesem Stück. Ich war auch von Sekunde 1 an drin in der Geschichte und hat mich total gepackt und fasziniert und mich miträtseln lassen, wie das denn jetzt zustande kommt, diese Nachrichten aus der Zukunft und was zum Hack steckt denn da jetzt dahinter? Großartig, eine ganz tolle Geschichte, toll umgesetzt und ja, so kann Josef Bolz gerne weitermachen. Ja, es läuft. Ja. Tatsächlich. Zwei Hörspiele, zwei Volltreffer. Ja, auf jeden Fall. Sensationell, ja. Ja, da werden wir auch, ich denke, im Jahresrückblick nochmal drüber sprechen müssen. Das denke ich auch, ja. Ja. Ja, dann monatlich, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Die Midnight Tales, genau. Folge 83 ist auch erschienen. Unheimliche Begegnungen von Frank Hammerschmidt. Liebe Grüße. Und Frank Hammerschmidt hat sich eine schöne Geschichte ausgedacht. Und zwar geht es um ein Paar, das kurz vor der Hochzeit steht. Allerdings wird dieses Paar konfrontiert mit einer merkwürdigen Gestalt. Also zunächst erstmal die Frau und dann aber auch ihr Mann und dann auch noch direkt an der Hochzeit. Und dieser Mann hat schreckliche Brandnarben und trägt immer so ein, also ich hab mir Freddy Krueger mit Mantel und Hut, mit tief in die Stirn gezogenen Hut so vorgestellt. Und letztlich warnt er immer wieder vor dieser Frau, also vor allem den Mann, dass er diese Frau eben nicht heiraten soll. Und ja, und setzt die beiden eben doch sehr unter Druck. Und dann denkt man halt, ja, das ist jetzt so eine Stalker-Geschichte wahrscheinlich. Ja, aber Frank Hammerschmidt hat da dann doch noch so einen Dreh auf Lager, der die Geschichte dann am Ende noch auf eine doch ziemlich fantastische Spur lenkt und dann ein Ende findet. Also ich fand die Idee tatsächlich ganz spannend. Hat vielleicht beim Erzählerischen so ein, zwei Häkchen gehabt, die so rein von der Logik her ein bisschen problematisch
problematisch waren. Das Ende ist so ein bisschen Geschmackssache. Mir war das zu dolle tatsächlich. Also es hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht. Der letzte Satz. Das also Radio quasi, ne? Was ja, im Radio dann kommt. Ja, ich glaube, das war das, weil ich habe mir vorher gedacht, was hat denn diese Story eigentlich bei den Midnight Tales zu suchen? Und ich glaube, das ist dann nochmal so hinten drauf gesetzt worden, damit das so irgendwie ja ins Genre noch passt, oder? Ja, aber also für mich, also ich fand das schon irgendwie relativ eindeutig, oder? Also ja, klar. Ja, ja, das sollte ja, aber es wirkte ja wie so ein normaler Thriller. Hm. Und weil man die, ich weiß nicht, ob man die Diskrepanz unbedingt so empfunden hat, die Altersdiskrepanz zwischen den Protagonisten. Hm. Also zumindest zwischen dem alten Mann und der Frau. Ja, schon irgendwie, aber es hätte ja auch ohne die Erklärung am Schluss funktioniert, oder? Ja, also für mich auch. Und es ist ganz schön boshaft. Ja. Ganz schön böses Ding. Ja. Herr Frank Hammerschmidt, was ist da los bei dir? Ja. Da muss man auch so ein bisschen, muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Später heißt es dann auch, der hat immer nett gegrüßt. Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Ach, die Geschichten. Ach ja, das, ja. Ja, ja. Gut. Ja. Ja, noch was ist in den ARD, in die ARD Audiothek, in den Podcast Schlechte Gesellschaft gehoben worden, nämlich das Hörspiel Mord am Hindukusch von Holger Siemann war damals, als es 2013 rauskam, höchst aktuell, weil man damals hatte man gerade diesen Bundeswehrskandal in Afghanistan an der Backe und relativ schnell kam dieses Stück, was, wie der Titel schon vermuten lässt, uns auch nach Afghanistan entführt, und zwar auch zur Bundeswehr. Da wird jetzt ein Staatsanwalt damit beauftragt, einen Fall aufzuklären, und zwar einen Selbstmord, einen vermeintlichen Selbstmord eines ja durchaus prominenten oder halbprominenten Soldaten. Der war nämlich früher ehemaliger Boxer und hat eine traurige Berühmtheit erkannt, weil er ja aus dem Olympiakader geworfen wurde wegen eines Vorfalls. Und dadurch halt, wie gesagt, war der Name ein bisschen präsent und eben jener hat sich dann bei der Bundeswehr verpflichtet, ist nach Afghanistan und ist jetzt tot und ist an einer Handgranate, die explodiert ist, gestorben. Die hat ihm den Oberschenkel aufgerissen und er ist verblutet. Winthrop hat so ein bisschen Zweifel daran, dass das tatsächlich ein Selbstmord war, weil das hätte man anders anstellen können. Hat aber nichts Besonderes. Aber dann gibt es plötzlich, taucht jemand auf, der ihm ein paar Hinweise gibt und dann entwickelt sich ein sehr hintergründiger Fall, der dann doch in andere Ebenen entführt, wie es einen zunächst anmuten lässt. Und ja, tatsächlich ein spannender Thriller, der vielleicht ein bisschen darunter leidet, dass einem das Thema Bundeswehr, also zumindest ging mir es damals so, so ein bisschen fremd ist und auch dieser Afghanistan-Einsatz, den man ja gefühlt kaum auf dem Schirm hatte. Also man wusste zwar, dass die Bundeswehr da unten ist, aber was da so wirklich abging, das hat man dann, glaube ich, auch erst später tatsächlich mal wahrgenommen, als dann so Kurt Krömer und sowas da unten war und da mal so den Finger mal in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, hier, unsere Jungs sind da unten und in Deutschland interessiert das keine Sau, wie es denen geht, was die da machen. Und erst da kam ja dann so ein bisschen mediales Interesse auf und auch mit diesem Skandal, dass halt diese Zivilisten dort an diesem Tankerlaster ermordet wurden. Das kam ja auch alles erst da so in Bewegung und da gab es dann mal so ein Augenmerk drauf. Aber zu dem Zeitpunkt, als das Hörspiel rauskam, war das tatsächlich noch eine fremde Welt für mich und wirkte dann erst ein bisschen unglaublich. Aber ja, je mehr man dann von da unten gehört hat, desto glaubwürdiger wurde das Ganze. Und wie gesagt, jetzt ist es wieder in die ARD-Audiothek gespült worden. Das Ding heißt Mord am Hindukusch. Ihr findet es im Podcast Schlechte Gesellschaft und das kann man durchaus gut hören. Ja, deutlich heiterer, aber auch mit aktuellen Themen, eben zugepflasterten Themen, ist Nebel heißt Leben rückwärts. Ich gebe den Satz noch zu Ende. Die Staffel 3 ist erschienen. Ja, die Geschichten von Madeleine Giese und Erhard Schmid beim SR und jetzt eben in der ARD Audiothek gelandet. Ja, Staffel 3 hat auch wieder 6 Folgen. Die AutorInnen wechseln sich ab. Madeleine Giese hat die erste Geschichte geschrieben, Kleben und Kleben lassen. Ja, man ahnt es schon. Es geht um Protest und die Frage, wie weit Protest gehen kann. Vor dem Hintergrund, dass eben der Pförtner Tobi mit Kündigung gedroht hat und gleichzeitig die Lena, also seine angehimmelte Regieassistentin, gehen
will. So sind wir bei der letzten Staffel entlassen worden, weil sie eben selber keine Regie führen darf. Und ja, die Frage ist halt, wie weit man mit Protest gehen kann oder darf. Die nächste Apokalypse No, da geht es, das fand ich tatsächlich sehr bezeichnend, weil ich dieses Gefühl doch sehr kenne. Wenn ich jeden Morgen, also aktuell zumindest momentan, vorm Radio sitze und ich das Radio ausschalten muss, weil ich nicht mehr kann, weil man erschlagen wird von schlimmen Nachrichten. Ich weiß, man kann, man sollte sich dem ja auch nicht entziehen, aber das ist schon, also momentan finde ich das, weiß nicht, noch heftiger, als es sonst eh schon ist. Mhm. Und ja, und da geht es eben genau darum, wie weit man Apokalypse treiben kann, also diese apokalyptischen Prophezeiungen, oder ob man vielleicht auch das Positive mal rausheben sollte, also wie man damit eben mit dieser Enttäuschung, mit dieser Welt umgehen kann. Das fand ich eine sehr gute Folge. Dann bei Ein Gespenst geht um, das ist wieder eher so eine humoristischere Note, wo sich nachts Leute im Theater rumtreiben und die Frage ist, wer ist das und warum? Das hat dann auch einen ganz triftigen Grund, wo es dann um soziale Gerechtigkeit am Ende geht. Auch ganz spannend. Dann, glaube ich, meine Lieblingsfolge, Folge 16, Verzögerung im Betriebsablauf, da geht es um die Bahn. Ganz blank um die Bahn, aber natürlich dann auch um den ökologischen Fußabdruck und andere Dinge, aber ja, die fand ich gut. Und dann geht's halt wieder ins Persönlichere und um die Frage, ja, kommen sie jetzt endlich mal zusammen, Pförtner Tobias und die Lena, oder tänzeln sie weiter umeinander herum? Also vor allem der Tobias, der kommt ja irgendwie nicht zu Potte, und immer wenn er versucht, irgendwas zu sagen, verschwurbelt er sich und es haut irgendwie nicht hin. Wo die Liebe hinfällt, heißt dementsprechend Folge 17, und in Folge 18 geht's um die Kinder und die Frage, wie man denn mit Kindern umgehen kann. Mama Mia heißt die Folge. Und es ist wie immer, dass eben gesellschaftliche Themen in diesem komprimierten kleinen Raum gewälzt werden und das sehr schön ist, dem Ganzen zuzuhören. Und als Zuckerle obendrauf dann halt am Ende meistens so irgendwelche Tagträumereien von dem Tobi, da irgendwelche wilden Sachen ausgesponnen werden, wo dann Marx auf einmal auftaucht oder am Ende bei Folge 18 ein realistisches Märchen erzählt wird. Das fand ich auch sehr bezeichnend und sehr schön. Also ist vollgestopft mit schönen Ideen. Das könnt ihr euch gerne gönnen, auch die dritte Staffel. Cool, super. Ja, ich habe dann auch noch was gehört, von dem ich mich dann auch richtig überraschen habe lassen. Und zwar gibt es bei Deutschlandfunk Kultur einen zweiteiligen Krimi, der am 9. und 16. Oktober im Radio lief, beziehungsweise auch seit dem 8. schon zum Download zur Verfügung steht. Sie finden dich nie, heißt das Ganze, und ist nach dem Bestseller von Kara Hunter gestrickt. Regie hatte Cordula Dickmeis und es geht da drin um ein verschwundenes 9-jähriges Mädchen. Man wird also direkt da reingeworfen. Es gab eine Gartenparty bei den Eltern und bei dieser ist das Mädchen zum letzten Mal gesehen worden. Und ja, jetzt geht das große Rätselrad los. Was ist passiert? Ist sie entführt worden? Ist sie ermordet worden? Also sie ist jedenfalls unauffindbar. Vielleicht ist sie auch einfach nur weggelaufen. Man weiß es nicht. Und ja, die Polizei ermittelt und stellt recht schnell fest, dass diese Familienidylle dann doch sehr viele Risse und sehr viele Einkerbungen hat und hier wirklich einiges im Argen liegt. Je länger man gräbt, desto mehr Schmutz taucht auf, desto mehr ja, Ungereimtheiten gibt es, desto mehr verhalten sich die Eltern merkwürdig. Auch der kleine Bruder, oder nicht der kleine Bruder, sondern der Bruder, der ist 11, also 2 Jahre älter als die Schwester, aber auch der scheint ein Geheimnis zu haben. Und über diese 2 Hörspielstunden versucht man jetzt diesem Ganzen auf die Spur zu kommen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut erzählt, sehr packend und hat ein Ende, was euch dann auch nochmal so richtig die Beine wegzieht. Einmal im positiven, einmal im negativen Sinn. Also ein ganz großartiges Stück. Wer Sachen wie Broadchurch oder The Missing kennt und liebt, der sollte unbedingt dieses Hörspiel hören. Allen anderen, die gute Thriller hören wollen, auch auf jeden Fall. Es ist wirklich ein grandioses Stück, Krimi-Hörspiel. Und gehört auch für mich zu den Highlights des Monats, also zumindest ein Platz auf dem Treppchen ist dem auch sicher. Heidewitzka, das ja. Klingt gut. Ah, oh, ich kann mit Kindern, ich kann da immer, oh, das. Es ist heftig, ja, aber es ist, du kannst es ruhig hören. Okay, ja. Na dann, wenn du das sagst. Ja. So, jetzt aber zur Sisi.
Ja, habe ich mich auch nach Reinhard Grebes großartigem Sissi-Hörspiel gedacht, ah ja Gott, der BR macht jetzt auch was. Karin Duves Roman, den ich zwar selbst nicht kenne, aber der ja auch vielfach besprochen wurde, und dachte, naja Gott, da wird ja auch schon ordentlich Substanz dahinter sein. Was hat man denn aus der Sissi gemacht? Ja, man hat tatsächlich so ein bisschen am Denkmal Sissi gekratzt und zeigt hier das Bild einer Frau, die dann doch sehr, sehr wenig mit der Romy Schneider Sissi zu tun hat, sondern tatsächlich ein ganz anderes Kaliber ist. Sehr viel intriganter, sehr viel durchtriebener, sehr viel auf den eigenen, auf das, die eigene Darstellung und auf den eigenen Status bezogen ist. Also ganz, ganz extrem. Das ist, glaube ich, auch das, was das Stück so ein bisschen zum Problem hat, dass man hier wirklich kaum sympathische Charaktere findet, die einen irgendwie so an die Hand nehmen und so einen durch das Stück tragen. Es tauchen dann immer mal wieder irgendwelche armen Menschen aus, die unter diesem Hofstaatsgetue durch, nicht nur durch Sissi, sondern auch alle anderen, die da irgendwas zu kamellen haben, die darunter leiden und die man dann so ein bisschen ins Herz schließt, aber das trägt halt nicht über die kompletten 4 Radiostunden. Das ist nämlich ein riesengroßes Ding mit 4 Teilen, also 4 volle Radiostunden lang, und tatsächlich passiert so inhaltlich eher so facettenmäßig. Es ist natürlich ein Historienstück, was auch auf den tatsächlichen Erinnerungen der Umgebung beruht. Also man lässt hier verschiedene Stimmen zu Wort kommen, die halt eben diese einzelnen Facetten dann erzählen und dadurch so eine Draufsicht aus dem Umfeld auf die Sissi geben, und durch diese Vielfalt dieser Stimmen wird die Figur dann auch ein bisschen plastisch, aber eben leider auch nicht sympathisch. Also ich sag mal, für die Fans, also beziehungsweise eigentlich nicht, weil die Sissi-Fans werden's hassen, dass man an diesem, an der großartigen Sissi so ja wenig gute Haare lässt, obwohl sie ja so eine schöne Frisur hatte. Und ja, der Rest wird vielleicht ein bisschen, also ich war zumindest ein bisschen gelangweilt so über die Zeit. Also ich hätte mir das gerne auch ein bisschen eingedampfter vorstellen können. Die letzte Story, insbesondere als Sissi sich da in die Hochzeit oder beziehungsweise in die Hochzeitsanbahnung ihrer Nichte einmischt, das hat schon was, aber alles, was davor passiert ist, blitzt immer mal wieder Interessantes auf. Aber im Großen und Ganzen war es mir dann doch für die Breite ein bisschen zu, ja, leider langweilig. Ja, mei, der Sissi-Schmäh. Konntest doch der Sissi-Schmäh nicht machen. Doch, können sie. Ja, ich find's schön, gut, weil es so morbide, ekelhaft, ein bisschen pervers, da geht mir als Österreicherin natürlich das Herz auf. Ja, weiß nicht. Ja. Okay. Aber du hast ja auch zu guter Letzt noch etwas von Lisa Sommerfeld gehört. Genau, das hatte ich ja angekündigt, dass ich das unbedingt hören wollte. Und zwar Überleben, die Kinderoper Brundibar in Theresienstadt. Da springen wir in die Zeit des Dritten Reiches. Ja, eine Familie begleiten wir hier, die den Aufstieg des Nationalsozialismus am eigenen Leib erfährt. Das ist eine jüdische Familie, die Goldsteins. Die haben ja das Problem, dass sie jetzt die Deportation droht und auch durchgezogen wird, und sie werden nach Theresienstadt gebracht, sind dort zwar noch in Kontakt, aber es ist halt ja eine schwer belastete Situation, und es tut sich jetzt was Gutes, dass das Rote Kreuz sich angekündigt hat, dieses Lager inspizieren zu wollen. Dadurch wird sehr viel vorgegaukelt durch die Nazis. Zum Beispiel wird ein Schild an eine Baracke gemacht, wo Schule dran steht, und obwohl es da gar keine Schule gibt, gaukelt man das vor. Und wie macht man das? Man hat ja keine Lehrer und hat keine fixen Schüler, also hängt man ein Schild dran mit Ferien. Fand ich sehr, sehr durchtrieben, und das ist so ein Bild, was dann tatsächlich auch hängen bleibt. Und es wird eben diese Oper aufgeführt, die schon mal aufgeführt wurde, aber jetzt in Theresienstadt eben jetzt tatsächlich auch einer, naja, breiten Öffentlichkeit ist das falsche Wort, aber zumindest in größerem Stile inszeniert wird im Lager Theresienstadt selbst. Auch das hat ein Problem, denn die Gäste vom Roten Kreuz, die das sich ansehen sollen, die tauchen nicht auf, und so muss die Schlussszene immer wieder wiederholt werden, bis dann tatsächlich mal irgendeiner vom Roten Kreuz die Nase reinsteckt und die aber auch nur so grob drüber gucken, und die Hoffnung, dass aufgrund dieser Oper diese Gäste auf die Zustände in Theresienstadt aufmerksam werden, ja, die zerschlägt sich ziemlich, und die Hoffnung stirbt dann so ein bisschen. Aber das ist halt ein
Punkt, an dem man sich festgehalten hat und das auch dann das zentrale Element dieses Stücks ist. Das Problem ist, es ist das zentrale Element, aber mir wird es tatsächlich zu wenig beleuchtet. Es geht mehr um die Story drumherum, also man hält sich lange damit auf, die Story zu erzählen, wie es dazu kam, die Deportationsgeschichte, die Anfänge. Das ist tatsächlich wichtig, aber ich hätte mir in diesem speziellen Fall, also wenn man schon sagt, also es geht um die Kinder Oper Brundibar, hätte mich mehr die Story, wie ist diese Oper überhaupt entstanden und also dass mir so das Drumherum der deutlicher oder der deutlich breiter erzählt. Das fand ich ein bisschen schade. Das, was man erzählt, ist, wie gesagt, ist auch total wichtig, total packend und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit kann man das auch nicht oft genug erzählen. Aber ja, wie gesagt, der Schwerpunkt hätte ich mir dann doch eher bei dieser Oper gewünscht, aufgrund derer man ja auch die ganzen Schrecken, die da drumherum sind, erzählen und erklären hätte können und das vielleicht auch, ja, hat ja auch so eine besondere Story. Bei dem Saphir-Stück hat das ja auch ziemlich funktioniert oder beziehungsweise da kam ja diese Dramatik auch gerade dadurch, dass man halt diese Kunst, dass da alles so in der Kunst aufging, der Schrecken und auch die Liebe zur Kunst und diese Diskrepanz anhand dieses Stückes da dargestellt wurden. Ich glaube, das hätte dem hier auch ganz gut getan. Also nicht schlecht, aber so ein bisschen, glaube ich, am eigentlichen Thema oder beziehungsweise an meiner Erwartungshaltung vorbei. Ja, das war's. Das war's. Aber ja. Ein Update haben wir noch. Ja, also wir wissen ein bisschen Ungehörtes, genau. Also was wir jetzt schon wissen, wir haben Mitte Oktober und es hat sich aber schon ein bisschen was reingeschlichen, was wir noch nicht auf dem Schirm hatten im Voraushör. Unter anderem gibt es von Samtweitsch Records ein Stück Schneewittchen auf Sächsisch. Das findet ihr im Shop von MDLZ oder auch beim großen A, aber geht lieber in den Shop, auf jeden Fall. Dann bei den Ghost Sitter Stories ging es weiter mit Die fantastischen Fälle des Rufus T. Feuerflieg, Folge 22, Hotel Feuerflieg von Tommy Krabbeis bei Audible. Ja, dann gibt es im Podcast Auf der Spur ein großes Hörspiel, und zwar ein Dreiteiler. Geheimagent Marlow heißt das Ganze, ist von Dieter Kühn, eine WDR-Produktion aus 2007, wo ich versucht habe, die zu hören, habe dann nach der ersten Folge erstmal weggelegt. Ich probiere es vielleicht nochmal, aber so richtig gepackt hat mich es nicht. Aber wenn ihr große historische Dreiteiler mögt, Geheimagent Marlow legt so eine falsche Spur, denn das Ganze spielt tatsächlich im elisabethanischen Zeitalter, also schon ein bisschen vorher. Von daher ist es eher was für die Historienfans als für die Marlow-Fans. Ja, dann beim SRF, wir hatten es ja mit dem Kinderhörspiel heute schon mal, gibt es auch etwas und zwar Team FLS, Hoteldetektiv im Isatz. Und zwar die 8. Staffel. Beim SRF findet ihr das. Ja, und am 12. Oktober gab es auch einen neuen Krimi-Podcast beim SRF mit einem klassischen Hörspiel. Helmut Butterweg hat es geschrieben. Es ist DRS-Produktion aus 1980 und sie heißt Eine Schlinge aus Luft. Dann kommt eine neue Folge Pollution Police und zwar am 27. passend zu Halloween. Gibt es dann auch Folge 23, Hexentanz zur Mitternacht von Markus Topf. Und apropos Halloween. Ja, genau. Wir wissen den Titel. Endlich. Ja. Am 28.10. gibt es die Folge 31 von Grauen. Und sie wird heißen Der Spiegel. Und aufgemerkt, sie ist von Suleyman Mann. Ja, von Vijay Kumar. Ja, genau. Sehr cool, freue ich mich. Und es gibt bei Xanto Audio auch noch eine Gruselstunde. Und die Folge 26 wird heißen Angst in Schnee und Eis. Genau. Und damit verlassen wir jetzt erstmal den Oktober. Wir werden wahrscheinlich ja im Rückhör ohnehin drauf zukommen müssen. Bisschen was werden wir ja im nächsten Orcast gehört haben. Aber dann verschieben wir das schon mal auf die 138. Und genau. Würde ich sagen, wir machen noch ein bisschen Gedöns an jetzt. So machen wir es. So, wir sind in der Ecke, in der es riecht, denn das sind so die Reste, die zusammengekehrt werden. Nein, wir haben zum Beispiel frische News für euch. Wir haben Feedback in eigener Sache, auch Podcast-Kollegen und die Highlights, die wir schon vorweggenommen haben. Aber ist egal, wenn du das hört, der kann gespannt sein. Ja. Fangen wir mit den News an.
Genau, es gab ein Akademiegespräch bei der Akademie der Darstellenden Künste, beziehungsweise darin ging es um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da hatten wir jetzt schon, auch im letzten Orcast schon einiges dazu. Den Link zu diesem Akademiegespräch, wo ihr es nochmal nachhören müsst oder könnt, da war unter anderem auch Kai Kniffke mit dabei, der eben für die ARD als Intendant des SWR wohl federführend für die neue Programmreform ist, die ja in verschiedenen Bereichen in der Kritik steht. Dazu gibt es auch einen Kommentar von Jochen Meissner, dem Radiokritiker oder Mitkritiker mit uns, also beziehungsweise, ich glaube, er würde nicht gerne hören, dass wir Mitkritiker sind, aber egal, also das werden wir euch alles verlinken. Ja, viele Grüße. Ja, das alles findet ihr im Netz, ist wirklich interessant, da mal reinzuschnuppern. Ich fand das sehr aufschlussreich. Ja, man kann sich eine eigene Meinung bilden. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also sowohl verstehe ich den Angang der ARD, dass man sagt, ja, wir müssen halt was machen. Andererseits verstehe ich auch den der Kulturschaffenden, die sagen, ja, aber es kann nicht nur auf unserem Rücken ausgetragen werden. Von daher fände ich das als Meinungsaussprache und als Ideenfundgrube, beziehungsweise um sich halt mal die verschiedenen Positionen da zu vergegenwärtigen, eigentlich recht gut und interessant. Also von daher, kleiner Link-Tipp, das Ganze werden wir euch natürlich auch bei uns im Newsblog auf der Landingpage verlinken. Genau. Da würden mich mal so richtig Zahlen interessieren. Ja. Also wie viel Geld in welche Sparte fließt, wie viele Leute das dann jeweils nutzen oder angucken und ob das denn so gerechtfertigt ist, die Entscheidung dann. Das würde mich interessieren. Ja, ich glaube, da ist ja das Problem, weil man auch sagt, aber wir sind ja Kultur, bei uns darf es ja nicht darauf ankommen, wie viele das hören, sondern dass es da ist, dass das Angebot da ist. Ja. Und es gibt halt auch beim Radio ja nichts Gescheites. Was ich jetzt ganz interessant fand in dem Zuge, ging es um diese Marktanalyse, die so alle Vierteljahre mal durch die sozialen Netzwerke strömt, wo dann jeder zweite Radiosender sagt, oh, wir haben in der Zielgruppe der 18- bis 19-Jährigen um 3% zugelegt und dann aber auch nicht mehr erfährt. Und da gab es die Tage einen interessanten Bericht. Ich muss mal gucken, ob ich den nochmal finde, dann würde ich den auch mal verlinken, wie diese Marktanalyse gemacht wird. Also da wird tatsächlich nicht gefragt, habt ihr das gehört, sondern sagt euch das was und habt ihr das im letzten Vierteljahr mal gehört? Wenn die dann sagen, ja, NDR 2 zum Beispiel, ja, habe ich glaube ich mal reingezappt, dann wird da schon in Strich gemacht. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob man aus dieser Marktanalyse tatsächlich irgendwas rauslesen kann und ob man sich da auf diese Zahlen verlassen kann und ob das als Argument überhaupt für irgendwas taugt. Also schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, da ist viel Diskussionswürdiges, da ist viel Meinung und ja, aber es gibt, glaube ich, nichts so richtig, wo man sagen kann, okay, wenn das und das jetzt so und so ist, dann folgt daraus das und das. Also ich glaube, da ist eben das Problem. Ich glaube, es wäre tatsächlich schön einfach, wenn man sagen könnte, okay, das hören nur 10 Leute, machen wir nicht mehr. Lohnt sich nicht. Also so wie bei uns. Seit Jahren. Also es lohnt sich nicht, wir machen es trotzdem. So, also wir sind quasi, also öffentlicher Rundfunk, als wir geht eigentlich gar nicht. Ja, wir sind auch Kunst, genau. Ja, damit reden wir uns halt raus, gell? Genau. Ja, wir wissen es schlecht, aber es ist Kunst, ja? Selber jetzt, ja. Ja, ja. Na gut. Sehr schöne Gedanke. Ja, aber also, Sachen wie zum Beispiel, das haben sich Leute runtergeladen, ne? Also ARD Audiothek ist doch, das ist doch quantifizierbar komplett. Ja, okay, ja. Ne? Da ist es doch relativ simpel, dass du sagen kannst, okay, also das ist anscheinend, ja, das wird. Ich glaube auch tatsächlich, dass das letztlich als Argument dazu geführt hat. Und ich habe auch schon Stimmen gehört, die mit dem neuen, also es gibt ja dieses neue Idee ist ja, diese Kompetenzen zu bündeln. Also nicht mehr 11 Hörspielabteilungen zu haben, sondern die zu bündeln in wenige Kompetenzzentrum. Das hört sich immer furchtbar an wegen Synergie und es heißt natürlich auch, dass diese Individualität verloren geht. Wobei ich da auch sagen muss, wo haben wir denn tatsächlich diese Individualität? Also wenn ich wirklich was Regionales, dann merke ich das beim SWR, wo es halt diesen Mundartbereich gibt, beim Saarländischen Rundfunk, wo es diese Bereiche zum Französischen hin gibt, also wo diese grenzüberschreitende Hörspielarbeit. Aber beim WDR zum Beispiel oder BR, wo habe ich denn da tatsächlich irgendwas, wo ich sagen kann, ja, das kann nur in München laufen, oder? Ja, also von daher, noch, ne?
Bitte? Norddeutschland, genau. Die haben ja auch noch ihre Mundartschiene, ja. Aber ich sag mal, die großen Hörspielproduktionen, das ist doch relativ austauschbar und gar nicht so regional gebunden. Oder gut, beim WDR muss man sagen, da hat man ab und zu noch den Bezug, indem man so diese Regionalschiene mit dem Radiotatort, der dann halt sehr ruhrpottlerisch daherkommt, oder das ein oder andere Hörspiel wie jetzt Mord und Mischwurf, was dann so eine regionale Verortung hat, aber das ist ja auch nur, ja, also ich sag mal, wenn das in Berlin geht, hätte man das auch machen können. Genau. Ja. So, ja. Ja. Aber naja, also hört mal rein und bildet euch eine Meinung. Und wir wären natürlich gerne auf eure Meinung gespannt. Also ihr 10 da draußen, nee, es sind ja gar keine 10 mehr. Da auch eine kurze traurige Nachricht. Da kommen später zu in eigener Sache, da kommen wir nochmal drauf. Ja. Okay. Dann später, genau. Dann gab es das Berliner Hörspielfestival und man kann das Ganze sich nochmal angucken, wenn man will. Genau. Und zwar gibt es einen Livestream. Was ganz positiv dafür ist, ist, dass dieses Hörspielfestival in diesem Jahr auf einen Tag zusammengedampft wurde. Dadurch man halt mit einem Stream quasi die komplette Veranstaltung nachvollziehen kann. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es halt nur ein Tag war. Soll in Zukunft übrigens besser werden, wo die Finanzierung ist wohl für die nächsten Jahre gesichert und es soll dann auch wieder mehr Tergig werden. Also das wird dann vielleicht auch wieder in kommenden Jahren besser. Aber ja, das könnt ihr nochmal nachschauen. Fand ich auch sehr interessant. Da hat ein interessantes Gespräch damit, unter anderem mit Björn S.C. Deigner und Jochen Meissner. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Vielleicht ein bisschen einseitig, weil da halt auch nur letztlich die Leute saßen, die aus der einen Richtung kommen und man da so viele so sich gegenseitig die offenen Türen eingerannt hat. Aber naja, immerhin auch für die Meinungsbildung nicht verkehrt. Ja, dann gibt es Neues von den Protesten gegen die Programmreform. Also es gibt immer mal wieder Updates, was die Petition macht, wie erfolgreich die Petition ist. Wir haben es ja leider letztes Mal verpasst. Da kamen wir mit unseren News zu der Demo, ich glaube, einen Tag oder zwei zu spät. Das tut uns leid, aber ist manchmal so, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, sowas Kurzfristiges mit reinzunehmen. Aber wenn ihr euch da informieren wollt, auch das verlinken wir euch gerne in den News. Dann zu den Preisträgern oder den Leuten, die ausgezeichnet wurden. Und zwar unter anderem Hörbuch des Jahres auf der HR2 Hörbuchbestenliste ist geworden Mögen Sie Emily Dickinson. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ein Hörspiel des Monats September ist auch gewählt worden, natürlich wie jeden Monat. Und es ist Desire von Tia Morgan geworden. Ja, dann habe ich noch eine News, allerdings keinen Link dazu. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal so glauben. Denn ab 30. November wird es eine neue Staffel von Kein Mucks geben, die 5. dann. Und da werden wieder 30 Hörspiele zu hören sein. Also neue, alte Hörspiele werden wieder rausgegraben. Bastian Pastewka macht auch wieder weiter und hostet das Ganze. Es geht los mit dem Hörspiel Inspektor Hornley beim Maskenball und die Woche drauf, am 7.12. ist das schon, kommt nochmal Gefährliches Erbe. Das hat auch einen Grund, denn Anlass dieses Hörspiels, denn da spielt jemand ganz Bekanntes mit, nämlich Marius Müller-Westernhagen als Sprecher. Der wird nämlich dieser Tage dann 75 Jahre alt und deswegen hat man auch dieses Hörspiel mit reingenommen. Zurück zum Inspektor Hornley, da wird es auch nochmal ein Special irgendwann zwischen den Jahren geben. Bei WDR 4 wird das laufen, das hatten wir auch schon öfter. Und natürlich wird es auch keinen Mucks an unterschiedlichen Stellen im Radio geben. Also insbesondere Bremen 2 wird da wieder was machen. Und da sollte man um die Weihnachtstage mal die Augen und Ohren offen halten. Da kommt also bestimmt was auf euch zu. Wir werden natürlich im Voraus für Dezember dann im Orcast 139, genau, darüber berichten. Da kommt dann die coole Hornley-Musik wieder. Ja. Die Fetzige. Genau. Ja, dann wird es auch einen neuen Podcast geben und ARD und Deutschlandfunk haben sich das ausgedacht und zwar, das Radio wird ja 100 Jahre alt. Deswegen heißt dieser Podcast auch 100 aus 100 und zwar werden 100 Hörspiele, die kuratiert wurden, von den 20ern bis heute aus dem ARD-Repertoire und den Deutschlandfunk mit Unterstützung des Deutschen Rundfunkarchivs präsentiert. Und das finde ich eine super Idee. Ja. Das finde ich ganz toll. Da wird man einige Klassiker wiederhören. Also Träume habe ich schon gesehen. Das wird so ab 20. dann auch im Radio auf euch zukommen. Was war der Lindbergh-Flug von Bertolt Brecht ist dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob diese neuen Stücke, wie jetzt zum Beispiel, wir haben ja eben über Ich hörte vom Ende der Welt, was ja auch das Thema Radio hat und auch extra für dieses Jubiläum geschrieben wurde, auch dort in diesen Podcast mit reinreichen werden. Das werden wir dann noch sehen, aber auf jeden Fall
bin ich schon sehr gespannt, was diese 100 Hörspiel-Highlights aus 100 Jahren dann letztendlich sein werden. Bin sehr gespannt drauf und ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Apropos 100, Frank Hammerschmidt ist 100, nein, ist nicht 100. Ja, der wird auch 100, ja. Er hat sein 100. Hörspiel veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Frank, und liebe Grüße, und das ist absolut irre. Und zur Feier des Tages hat er im Ohrenbrecher-Podcast ein Interview dazu gegeben, dass ihr ja im Ohrenbrecher-Podcast auch hören könnt. Und genau, das verlinken wir euch natürlich auch gerne. Ja, auch das Vollplayback-Theater hatten wir ja auch schon mal im Frühjahr erwähnt, als sie mit ihrer Tour starteten, und sie sind jetzt seit September nach der Sommerpause wieder unterwegs. Die drei Fragezeichen und der heimliche Hehler ist das Grundmotiv, was dort auf den Plakaten und dann live zu finden ist. Und seit September, wie gesagt, sind sie wieder unterwegs, und das Ganze geht bis Februar 24. Den Link zu den Terminen auf der Seite des Vollplayback-Theaters legen wir euch natürlich auch bei uns in die News-Seite. Dann Kai Magnus Ding ist auch wieder unterwegs, apropos unterwegs, hat neues Material am Start, aber auch altes, da weißt du aber mehr. Ja, genau, neulich habe ich ihn besucht auf einer Veranstaltung, liebe Grüße übrigens. Er hat mir die CD Unter Weihnachtsmännern überreicht, ein Weihnachts-Special, was er live auf der Bühne mit dem Spardosen-Terzett aufgenommen hat, und das ist ein jetzt kein Hörspiel, sondern ein musikalische Matinee mit, wie gesagt, Musik des Spardosen-TZs und einigen kleinen Geschichten und Gedichten von ihm. Das Ganze wird auch jetzt im Dezember nochmal auf die Bühne gebracht, unter anderem in Duisburg im Stadttheater ist das Ganze live zu sehen. Ja, ich verlinke euch auch die Seite von ihm nochmal mit den Terminen, wo ihr ihn dann live sehen könnt, und natürlich auch den Link zur CD-Fassung, die ist bei Wortart erschienen. Unter Weihnachtsmännern heißt das Ganze und ist tatsächlich ein Spaß. Ich habe es von der Veranstaltung auf dem Heimweg erstmals auf der Autofahrt gehört, hat genau gepasst von der Zeit her. Also es war genau 2 Kilometer vor meinem Ortsschild zu Ende. Und ja, ich hatte auf der Rückfahrt sehr viel Spaß, wie ich an dem ganzen Abend auch viel Spaß hatte. Also jetzt solltet ihr unbedingt Kai Magnus Ding mal live sehen. Das ist wirklich ganz großartig. Ich war in Tüttelchen nur bei einer Lesung, aber das ist bei ihm halt tatsächlich deutlich mehr als nur eine Lesung, denn er macht halt da wirklich ordentlich Alarm und er liest gar nicht so viel, sondern er erzählt mehr. Also so ähnlich wie man das von Thorsten Sträter kennt, der dann auch immer ins Erzählen kommt, so geht das bei ihm auch, und es ist wirklich bombenlustig und immer bombenindividuell. Also ihr könnt hinkommen, wo ihr wollt. Es ist immer was Neues und immer was anderes, und es macht einen Heiden Spaß und gönnt euch das gerne. Ja, dann noch eine News zu Kohlraben Schwarz. Das ist ja, also das Hörspiel ist ja in eine Fernsehserie umgeschrieben und produziert worden, ist aber leider bei diesem Paramount Plus, also bei diesem Streaming-Anbieter, den irgendwie keiner hat, so ein bisschen untergegangen, also auch von uns dann nicht gesehen worden. Allerdings gab es jetzt die erfreuliche Nachricht, dass das jetzt auch gekauft werden kann. Ja, es gibt es auf verschiedenen Streaming-Plattformen, also bei Amazon und Prime findet ihr es. Bei Apple TV habe ich es jetzt gesehen, allerdings nicht im Stream, sondern als Kaufoption, aber immerhin. Die Staffel gibt es aktuell für 15,99. Ist jetzt, ja, wenn man denkt, okay, für ein Streaming-Abo bezahle ich das im Monat und kann alles gucken, ist es vielleicht ja, ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist schon, das sollte man vielleicht schon mal investieren. Also ich bin da auch sehr angetan, weil ich das Hörspiel total klasse fand, und ich glaube, die paar Euro werde ich dann doch mal investieren, um mir das anzusuchen. Ja, und jetzt noch in eigener Sache haben wir was. Ja, in eigener Sache habe ich noch was. Es gibt uns, also den Orcast, nicht mehr bei Twitter beziehungsweise X. Also ich habe jetzt endlich den Pub auf und habe meine Seiten, also den Orcast und auch Hörspieltipps.net, die hatte ich ja als jeweils eigenen Account da, wo auch recht viele uns gefolgt sind. Ja, also da habe ich jetzt das Posten eingestellt. Ich habe mich jetzt zu Alternativen entschlossen. Also ihr findet uns jetzt weiterhin bei Mastodon, da bin ich ja schon ein bisschen länger. Allerdings nur noch einem Account, wo also alles abgebildet wird. Also mein privat, also was ich so an Dünnsinn da ins Netz haue, aber eben auch die Hörspiel-News und alles zum Orcast findet ihr jetzt bei Mastodon unter @Olaf oder bei dem neuen, besseren Twitter, sage ich jetzt mal, bei Blue Sky. Da findet ihr mich unter @Hörspieltipps.net und natürlich bei den anderen Plattformen. Instagram sind
wir schon länger, sowohl als Hörspieltipps als auch als Orcast, ebenso bei Facebook. Das habe ich jetzt auch wieder mal ein bisschen reaktiviert. Da war ja auch lange wenig zu lesen von uns. Also da findet ihr uns auch. Ich glaube, die ältere Generation. Ja, und für die ganz Alten haben wir noch immer noch eine Präsenz in den Foren. Also da bei den drei großen Hörspielformen, Foren bei den Freunden, beim Hörgrusel und beim Hörspiel-Talk sind wir immer noch zu finden, beziehungsweise lesen noch mit. Und wenn ihr uns da irgendwie Feedback also über eine dieser Plattformen geben wollt, dann geht das auch weiterhin. Ihr könnt uns auch noch gerne eine E-Mail schreiben an orcast@hörspieltipps.net. Nehmen wir auch alles. Oder bei YouTube. Also es gibt, wie sagt man schön, bei Was hörst du so? Es gibt da Möglichkeiten, gar viele. Korrekt, ja. Apropos Feedback, da haben wir doch den Überschwapp. Ja. Feedback haben wir auch bekommen, unter anderem auf YouTube. Und zwar hat Alexa uns geschrieben, nach Einsicht in den 2016er Jahresrückblick, wo auch Fotos von uns veröffentlicht sind. Das ist sogar der Livestream von der Buchmesse. Ach, der ganze Livestream, also von ja, genau. Das seid ihr echt, ups, hatte irgendwie eine andere Vorstellung. Wie soll man das denn jetzt deuten? Ja, es ist, ich habe dann auch nochmal reingeguckt, also wir sehen schon anders aus. Ich war noch blond. Echt, oder? Ich hatte tatsächlich noch meine schlohblonden, schlohweißen Haare. Ich sah aus wie wenn man Guido Kanz auf Wish bestellt. Hatte ich da überhaupt schon Bart? Ja. Ich glaube, du hattest Bart, ja. Schon, okay. Ja, immerhin. Ja, noch nicht der Hipsterbart, sondern ein normaler Bart. Der Hipsterbart? Was denn für ein Hipster? Du hattest doch mal so einen längeren Bart zwischendurch. Ja, das war, als ich keine Zeit mehr zum Scheren hatte, weil das Kind frisch da war. Ja. Ja, genau, da konntest du es dann auch statt Tragetuch in Bart einwickeln. Eine Vorstellung, ja. Ja, ja. Also du sahst seinerzeit aus, als hättest du auf D-Max Äxte verkauft. oder so ein Messer-Podcast. Ja, okay, oder den Hornbach-Hammer beworben. Jetzt muss ich es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja. 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 Ja, danke. Ja. Weiß nicht. Dann hat uns Patrick auch einen sehr wertvollen Hinweis geliefert. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass Raimund Weber den aktuellen Adventskalender der Satzzeichen schreibt. Nein, das ist Alex Minninger. Nee, André Minninger. Es wird nicht besser bei mir. Es war mir eh schon komisch mit Raimund Weber. Habe es aber dann gar nicht mehr hinterfragt. Und gedacht, naja Gott, wenn ich es da reingeschrieben habe, dann wird es schon irgendwie stimmen. Stimmte natürlich nicht. Jetzt steht hier im Skript tatsächlich Alexander Minninger. Ich werde wahnsinnig. Es ist natürlich André Minninger. Also es auch geht auch mit Alus. Mann, also manchmal. Und Raimund Weber hat ja was für Europa veröffentlicht. Ja, genau. Ich denke mal, da kam der Fehler auch her, dass ich da was verschoben hatte. Und stimmt. Naja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ist halt so. Ja, sorry an alle Beteiligten. Es war alle. Theoretisch André Minninger und praktisch auch. Ja. Ja. Ja, Julia hat uns bei YouTube geschrieben, wir hatten die Andorf-Hörspiele im Voraushör-Oktober schon erwähnt und wir wussten das nicht so ganz einzuordnen und sie hat uns mitgeteilt, also dass das nach dem Brettspiel die Legende von Andor ist und das gibt es jetzt schon seit 2 Jahren, dann kamen Kinderbücher dazu und jetzt gibt es wohl auch die Hörspiele und alles basiert da wohl auf diesem ursprünglichen Spiel. Vielen Dank für den Hinweis, da haben wir auch wieder was gelernt. Super. Ja, und dann liebe Grüße, Markus Meisenberg hat sich tatsächlich auf meinen Aufruf gemeldet, Dankeschön, und hat uns erklärt, dass es in seiner aktuellen Ausgabe von Lefebvre und Murphy, ihr erinnert euch das Mörrebrot-Skandal, da geht es tatsächlich um den dänischen Kronprinzen, der auch namentlich tatsächlich selbiger ist. So viel Recherche muss schon sein, aber der Skandal ist völlig frei erfunden. Da aber, wie er sagt, dieser Adlige ja persönlich gar nicht in Erscheinung tritt, ist das für ihn okay, weil also ansonsten wäre es der real existierenden Person dann doch zu nah. Also sonst wäre es drastisch. Also ich finde es schön. Ja, finde ich auch cool, dass so schnell reagiert wurde. Und hat sich nochmal gefreut, dass es uns gefallen hat. Ja, sehr gerne. Ja, Sascha hat uns auch geschrieben im Hörgrusel und zwar geht es ihm darum, dass er, also nach dem ersten Satz habe ich schon gedacht, oh Gott, was haben wir denn angestellt? Fing nämlich an mit, es ist immer eine Freude, wenn der neue Orcast startet. Im Moment bin ich aber auch nach dem Voraushör etwas enttäuscht. Gott, was haben wir angestellt? Nee, es geht gar nicht um uns, sondern um unsere Inhalte. Also ihm fehlt so ein bisschen der Kracher in diesem Jahr, was Hörspiele betrifft. So richtig, das Hörspiel-Highlight ist noch nicht entdeckt. Im vergangenen Jahr war es Gräuel, was dann im September kam und wo man dann sagte, ja okay, da hat es dann am Schluss noch das Jahr gerettet.
das ist dann dieses Jahr ausgeblieben. Und ja, wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe dann gesagt, naja, es gab jetzt Tannenklirren ganz neu. Dann, ich hörte vom Ende der Welt das neue Sie finden dich nie. Und ich hatte noch, da war es noch neu, da hatte ich es noch nicht gehört, Boudica. Ja. Hatte ich noch mal so gesagt, vielleicht ist das ja das. Und also gerade ja, in Folge 4, die ich jetzt just gehört habe, meine Fresse, boah, das ist so heftig. Ja, da muss ich gleich auch noch was zu sagen. Okay. Ja, komm mal gleich auch noch, wird auch noch mal interessant. Ja, dann hat er zurückgeschrieben, also Tannenklirren hat er nach der zweiten Folge abgebrochen, war ihm zu wirr. Boudica wäre in der Tat die große Hoffnung. Die anderen beiden hat er sich zumindest schon mal vorgemerkt. Ja, gut, aber ja, und dann kommt es noch, dass du derzeit viel mit Tüdelchen unterwegs bist. Ja, rechtfertige dich. Das ist tatsächlich eigentlich Blödsinn. Ja. Und zwar basiert das auf nicht nur meiner, ich beobachte das bei sehr vielen Menschen in meiner Umgebung und generell überhaupt, dass man sich selber, vor allem verbal, wenn man eine Meinung vertritt, immer selber in dieser Meinung zurücknimmt, was echt Quatsch ist. Ich versuche mir das auch schon wirklich abzugewöhnen, aber ich schaff's nicht wirklich. Und diese Tüdelchen zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, dass man sich eben, während man etwas sagt, und denkt, ah, okay, ganz so hart wollte ich es vielleicht doch nicht oder ganz so stark wollte ich die Meinung jetzt vielleicht doch nicht. Ich glaube, das kommt ursprünglich daher, aber ich mag das Wort einfach gerne, deswegen finde ich das gerne. Das ist in mir aus Norddeutschland irgendwie immer noch geblieben, aus meinen 10 Jahren Kiel, das fand ich immer schön. Aber ja, es ist richtig und hängt tatsächlich da so ein bisschen da dran, sich selber so ein bisschen so recht zu fertigen oder zurückzunehmen. Ich glaube, es ist aber meines Erachtens also jetzt nicht mehr geworden. Ich glaube, das hatten wir schon immer drin, oder? Ja, die Tüdelchen gab es schon immer, ja. Ich glaube, ja. Aber vielen Dank fürs Feedback, ihr Lieben. Also hat uns sehr gefreut. Auch die anderen, Agatha, Alexa, Saus und Braus, Christoph, Berthold, Klaus, Detlef, Hans-Jörg, Bastian, Andromeda, Markus, Julia, Patrick und Falk. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Doch, einen habe ich vergessen. Gisela. Genau. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, wie gesagt, schreibt uns gerne. Wie gesagt, wir haben ein offenes Ohr auf allen Plattformen. Und nehmen das gerne mit rein und sind wirklich für jeden Hinweis dankbar, was uns berichtigt oder was uns irgendwie ein paar Hintergründe erklärt, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Also immer ein tolles Ding, dass da von euch was zurückkommt. Ja, wenn uns auch leider, ich muss leider sagen, wir haben einen Hörer verloren. Ja, Markus G. hat keine Zeit mehr, uns zu hören. Oder sehr wenig Zeit, uns zu hören. Es tut mir leid, also ihr seid nur noch zu viert jetzt, wenn ich richtig gezählt habe. Okay, ja, es wird eng, aber wie gesagt, solange immer noch mehr vorm Lautsprecher als vorm Mikro sitzen, ist noch alles in Ordnung. Machen wir noch weiter, genau. Ja, genau. Ja, das war's mit dem Feedback. Wie gesagt, macht die Rubrik gerne im nächsten Orcast wieder voll und wir schmeißen uns jetzt aber zu den Podcast-Kollegen. Genau, bei A geht's los, wie immer, bei der Ausnahme der Rose, die den Eröffnungsreigen eröffnet. Das war gedoppelt. Absichtlich, Stilmittel. Mit Folge 48, die verwegenen 4 reißen aus. Yo. Ja, endlich mal wieder was von Enid Blyton. Ist schön. Aber schön, dass sie wieder aus der Sommerpause zurück sind, die jetzt gefühlt 3 Jahre gedauert hat. So schlimm. Ja, es war schon lange, glaube ich. Wir hatten ja noch zwischendurch das Special mit Kai, genau. Aber ich glaube davor, das war schon, also es war noch weniger Sommer als früher, als sie aufgehört haben. Also reißt euch mal am Riemen. Ist ja hier kein Spaß mit diesem Podcast. Kann jeder Pause machen, wie er will. Mhm. Kommen wir denn dahin? Ja, nehmt euch zum Beispiel mal ein Beispiel an Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Die haben seit unserem letzten Orcast 6 Folgen rausgehauen. Irre. Und zwar die 88, der steinige Weg zum Hexenabitur in Manias strenger Hexenschule. Die 89, Zottelhu, was wir von Folge 149, Zottel ist weghalten. Die 90, ups, das ging schief. Bibis krassesten Hexfails. So. Die 91 zum Abgewöhnen, Folge 33, Bibi als Babysitter, inklusive dem Cover-Fail. Was? Können wir nie was von gehört. Ich bin auch nicht so tief im Thema. Die 92, die besten Plot-Twists und größten Story-Überraschungen. Und die 93, Behind the Scenes, dieses Podcast Questions and Answers mit Antje und Stefan. Plot-Twists bei Bibi Blocksberg? Anscheinend. Okay. Na, gucken wir mal an. Dann Thomas, unser Hörspielkritiker, hat natürlich auch wieder fleißig was rausgehauen. Unter anderem, das hatten wir ja bei Tannenklirren schon dick und fett erwähnt, machen wir jetzt gerne nochmal. Bitte hört euch das an. Das Tannenklirren-Interview mit den beiden Köpfen hinter der genialen Mystery-Hörspielserie. Ja, das war
Sehr toll, das hat mir sehr gut gefallen. Das hört euch bitte auch an. Dann in der nächsten Folge hat er nochmal über Tannenklirren gesprochen, aber auch über Flüsterwelt und Algor Mortis, Hirnfrost inklusive. Dann ging es in einer Folge um die Slug Hunters Demolition und die Kuroase, das wollte ich auch noch hören, von Sci-Fi bis Comedy. Dann eine Folge Mord und Wischmob und das Krumme Haus, zwei Hörspielkrimis der Extraklasse. Das fand er anscheinend besser als wir. Ja, fand er deutlich besser als wir, beides, ja. Dann der Klügere gibt nach, Pan Familia und da oben ist es voll, ein Sheriff und zwei Hörspiele aus dem Jenseits. Und zu guter Letzt die schon erwähnte Boudica und Sissi. Beste Hörspielhistorie? Fragezeichen. Ja, und da ging es ihm auch genau umgekehrt wie uns. Er fand Boudica mäßig und dafür Sissi als mit die beste Hörspielserie, die er je gehört hat. Ernsthaft? Okay. Ja, ernsthaft. Das ist ja interessant. Sissi habe ich noch nicht gehört. Muss ich nachholen. Jetzt musst du es wahrscheinlich hören. Unbedingt. Ich bin gespannt. Vielleicht liege ich ja auch total falsch. Aber ich habe das heute Morgen dann auch direkt gehört, also beste Hörspielhistorie. Hui. Also so, ich sehe seine Punkte, aber also ich kann das jetzt nicht für mich als sagen, naja, okay, da lag ich jetzt unbedingt falsch. Also ich sehe es jetzt doch ein bisschen anders. Also ich bleib bei meinem doch eher, ich fand es nur ein bisschen eher mäßig, leider. Interessant. Ja dann geht es bei den letzten Detektiven weiter. Die haben auch sich um zwei Jonas-Folgen gekümmert, nämlich die 12 Inselklau und die 13 Megastar. Oh, ich darf schon wieder die Silbervögel vorlesen. Ja, mach doch mal die Silbervögel. Versuch's nicht zu hinterfragen. Mach einfach. Das geht nicht. Das macht in meinem Gehirn einen Knoten, der Jan Teller Podcast. Was macht ihr mit mir? Invasion der Androiden, Jan Teller, Folge 9. 19. Spiegel. Ja, also 19 ist die 19. Ausgabe des Podcasts. Das, was in Klammern steht, ist, glaube ich, die Podcast-Ausgabe. Okay, das ist fortlaufend. Du hast recht, ja. Ja. Aber jetzt Spiegelwelt, Folge 9, Invasion der Androiden, Jan Tenner, was? Ich verstehe es nicht. Der wahnsinnige Professor, Jan Tenner, Folge 10 und Jan Tenner, Zweistein Spezial, okay. Ja. Ja, ich nehme dann lieber mal die Tours in Hollywood Show. Da ist es überschaubar, da nimmt man einfach... Da gibt es noch was zu lachen, da haben wir Schenkelklopfer. Genau. Und zwar geht es in Ausgabe 47 um Taschengeld für ein Gespenst, die Folge 72 von TKKG. Und in der 48. Ausgabe um Teddy Thalers Höllenfahrt, die 126. Natürlich Teddy Thalers Höllenfahrt. Was ist das? Ja. Was zum Hack ist das? Unglaublich. TKKG ist so unglaublich. Taschengeld für ein Gespenst auch. Hammertitel. Die Zentrale kümmert sich um die drei Detektive und die drei Fragezeichen, speziell Schrecken aus dem Moor. Ja, die zwei haben auch drei neue Folgen draußen, die 51, 52 und 53. Und darin geht es um die zwei, drei Fragezeichen-Folgen Rache des Tigers und die Karten des Bösens. Und um die Folge, die drei, die Pforte zum Jenseits. Der Haschemitenfürst hat auch zugeschlagen mit zwei sehr hörenswerten Folgen der Bobcast. Und zwar einmal geht es um den Ameisenmensch und um die bedrohte Ranch. Ja. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja, tatsächlich ist das auch noch eine, obwohl die schon so weit hinten ist, die ich auch sehr gerne möchte. Das ist doch schon weit außerhalb deines Klassikerspektrums eigentlich. Ja, genau. Da fing es dann, da wurde es schon wackelig und ich glaube, die nächste ist ja dann der Rote Pirat, oder? Ich glaube, der Rote Pirat fällt bei mir auch völlig raus, immer schon. Und dann, da war es dann bei mir zu Ende. Nee, da kommt auch der Höhlenmensch, ist für mich auch. Ja, den fand ich aber auch dann blöd. Also beim Pirat habe ich schon gesagt, das war's jetzt, hab dann noch den Höhlenmensch nachgeschoben und da war dann endgültig vorbei. Also von Perlenvögel wusste ich dann tatsächlich auch gar nicht mehr, dass es die gibt. Also da war ich schon so weit weg. Ja, Hauptsache Hörspiel. Auch geht es weiter. Es kommt ja jeden Monat ein Podcast zum Hörspiel des Monats, des vorvergangenen Monats. Und zwar war das Die Woche. Und Stefan Karnes ist entsprechend als Dramaturg und Regisseur dieser Hörspielreihe, beziehungsweise es ist ja so eine Miniserie, also eigentlich ein längeres Hörspiel in Wochen. Du hast Tötelchen gesagt. Mit Tötelchen an, ich komme auch nicht mehr drum rum. Ja, gepackt und dazu ist er dann zu Gast im Hauptsache Hörspiel-Podcast. He-Mans Machtschädel kümmert sich in
Teil 2 seines Dialekt-Specials um, ja, Dialekte wahrscheinlich. Genau. Bei Mach den Verstärker an gibt es auch was Neues. Die nächste Folge ist da, die Indiana Jones 4 Connection. Hä? Na, muss man wahrscheinlich gehört haben, um es zu verstehen. Kristallschädel? Na. Kann sein, das kann natürlich sein, ja. Mathildas Kirschkuchen hat auch 2 Folgen draußen. Die Folge 81 und der langweilige Polit-Thriller Fluch der Medusa, die 213 und nicht wirklich fast, aber richtig Fury Fast. Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen. Nicht wirklich Fast, aber richtig Furious. Das ist super. Bibi und Tina, falsches Spiel mit Alex. Ja, das Fury auch wahrscheinlich. Ja. Gehört zum Wortspiel. Ja, die Ohrenbrecher werden Sie eben schon erwähnt. Da gibt es seit unserem letzten Orcast Outcall nochmal 3 neue Folgen, nämlich die 18 zerstört die freie Hörspiel-Community das kommerzielle Hörspiel. Die 19 Hörspielproduktionen ganz easy organisieren mit unserem Geheimfahrplan. Da plaudern Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil die beiden sind ja auch selbst Hörspielmacher. Das ist bestimmt interessant. Und was ich tatsächlich gehört habe, wir hatten es eben schon erwähnt, das Interview mit Frank Hammerschmidt nochmal. Liebe Grüße an alle Beteiligten, Falk, Daniel und Frank. Ja, habt ihr schön gemacht, hat mich sehr gut unterhalten, das Interview, muss ich schon sagen. Dann Otto Alpha 6 hat 3 Folgen raus. TKKG, die Falschmünze vom Mäuseweg, da geht es ja ums Falschgeld. TKKG, die schwarze Pest aus Indien. What? Was ist das denn? Und 5 Freunde und die verbotenen Blüten. Geht's auch wieder um Falschgeld. Ja, bei Rekorder, dem Hörspielmagazin, gibt es keine neuen Folgen, aber 2 Best-of. Und zwar ist beides zum Schieflachen. Sind beide Folgen überschrieben. Best-of Teil 1 und Best-of Teil 2 gibt's da. Und bei Schulzis Plauderecke geht's weiter mit Wolfi. Die Reise ins Wolfi-Versum geht weiter, Teil 2. Ja, der spezial gelagerte Sonderpodcast hat auch wieder eine neue Folge, schon die Ausgabe 130. Die 3 Fragezeichen und das Gold der Wikinger ist da das Thema. Und Vinylopresso und der Vinylist, da gibt es ein Fan-Special zu den 3 Fragezeichen mit André Minninger. Ist das nicht, heißt er nicht Alexander oder Raimon? Ich weiß es nicht. Ja, und der Podcast Was hörst du so? Da geht es auch weiter mit Folge 62. Gestatten, Piefke ist da das Thema mit Folge 9. Die haben Sie sich angehört, der Würger vom Westend. Und 2+2=4, der Van-Dusen-Podcast hat eine ganz wundervolle Van-Dusen-Folge rausgebuddelt. Die Folge 44, Van-Dusen sieht doppelt. Das ist die wundervolle Zugfolge, wo die Kaffeekanne explodiert. Ja. Die ist super. Ja, dann sind wir fast durch. Wir hätten jetzt noch ein paar Highlights für euch. Stimmt, haben wir noch, ja. Ja, da was schon gesagt haben. Genau, wir haben die Spannung nicht so groß, vielleicht für die, die zwischendurch eingeschlafen sind. Hallo. Hallo. Es geht dem Ende zu. Jetzt nochmal, komm, ist es auch für uns die 6. Stunde? Ja, meins ist, ich mache es kurz und knapp. Das, was mich wirklich absolut gerockt hat diesen Monat und ein Hörspiel, dessen Ideen für hunderte von Hörspielen hätte reichen können. Tannklirren, SAF, ganz toll. Das ist ein rundum gelungenes Stück, das mich sehr gut unterhalten hat und überfahren hat und in die wildesten Ecken gezogen hat. Und ich habe mich wirklich mitzerren lassen, weil ich dem sehr gerne gelauscht habe. Das fand ich toll. Ja, bei mir ist Tannenklirren auch auf jeden Fall auf dem Podium. Ich habe mir noch keine großen Gedanken um die Reihenfolge gemacht, weil ich habe tatsächlich in diesem Orcast 3 Hörspiele gehabt, die mir tatsächlich mal so richtig, richtig gut gefallen haben. Also wie gesagt, Tannenklirren war dabei. Dann Sie finden dich nie, fand ich einen großartigen Krimi-Zweiteiler. Aber letztlich tatsächlich das Hörspiel, was mich am meisten abgeholt hat, ist Josef Bolz, Ich hörte vom Ende der Welt. Das hat mich also wirklich gut gerockt. Also ihr könnt es, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es schon draußen und ist hörbar in der ARD Audiothek. Gönnt euch das gerne, ein wirklich tolles Stück mit der Basis oder beziehungsweise dem Aufhänger 100 Jahre Radio. Es geht ums Radio. Das Radio spielt eine zentrale Rolle und ich fand es einen ganz tollen Thriller, mysteriös, toll erzählt, spannend erzählt und das war wirklich eine sehr, sehr begeisternde Hörspielstunde. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ging mir auch so.
Ja, ja, dann war's das. Wir legen euch auch noch die beiden Off-Topics oder vielleicht ist es auch noch ein dritter. Ich weiß jetzt, haben wir noch irgendwas, was ich irgendwie noch verlinken wollte, was ich jetzt vergessen habe? Nee, ich glaube nicht. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Genau. Also wenn mir doch beim Nachbearbeiten noch was auffällt, dann lege ich das auch noch runter. Momentan ist Degenhards Ballade vom verlorenen Sohn. Das hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass ich das verlinken wollte. Und das Amthor-Video, das ganz tolle, habe ich euch beides mal verlinkt. Und ja, das könnt ihr euch dann auch noch gönnen. Dann hören wir uns ja schon in Bälde oder in Kürze sogar wieder, weil der Voraushörer klopft ja auch schon wieder an die Tür. Genau. Wir haben ja ziemlich viel geackert diesen Monat. Ja, also wir haben ja schon ordentlich. Wir können den nächsten Rückhör ist wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Ja. Dafür steht aber ein neues Ortett auch ins Haus. Können wir vielleicht auch schon ankündigen. Genau, damit schon ist das wertvoll. Ja, ohne Scherz. Man darf gespannt sein, ja. Mhm. Freut euch drauf. Ja, dies und vieles mehr folgt dann in Ausgabe 138. Wie gesagt, Ende Oktober geht's da los. Vermutlich ab 29. ist das Ganze hörbar und also 29. Oktober geht's damit los und dann versuchen wir wieder regelmäßig für euch am Ohr zu sein. Bis dahin, wir wünschen euch was. Macht's gut. Emso. Tschüss. Ciao.